Ey, das V, BTS zum H, ist nicht wie letztes Jahr, weil dieses Jahr ne ganze Crew, ne andere Crew zerfetzen darf. Müssen uns vor, schnellen Rappern, dann dicken wir nur schneller. Erstmal lyrisch der Baust, aber die Jury gekauft, ja, dann genügt nicht der Sound, sondern die prügelnde. Nein, wie üblich das Kauen. Du musst ein Arschkriecher sein, oder mit Hit den Bonuspunkten, oder ganz leicht in der Jury sitzen schon nur Kumpel. Inkompetente Sparks sind schon demand enough. 14 Jahre, 6. Klasse, sitzen doch ständig nach. Reden hier von Rap, aber der Witz darin ist, wie wenn deine Freundin Sex hat. Ist nicht dein Ding, wir sind Best Rap Entertainment geben. Hashtag Rap an Facelab, rede nicht, jetzt besser eben übers Voting. Nö. Ich bin ihr votet doch eh nur behindert und schlagt den Rap an die Dope klingen. Gebe die Lappen, die Stimmen an andere Rapper, die einfach nur doof sind. Logisch, denn ihr unterstützt so mit die paar hundert Klicks. Aber die meisten, die brauchen in Sachen Flow noch dringend Unterricht. Richtig hart, richtig stark, der Text nicht meine Mutter, fick Respekt, Digga. Und am Strich bist du so wie Luft für mich. Guck, da liegt ne Uhr, gleich nimmst du nur jemand weg. Ich würd's selber machen, doch mir fehlt das Urheberrecht. Wir sind Raka und seinen, wir schieben Paras und meinen, dass wir hier glasklar verteilen. Ihr seid am Marschrad, die Scheiße. Schön, dass ihr was Neues habt, aber warum mit dem alten aufhören, ey, was soll der Quatsch? Jedes Jahr das gleiche, irgendwelche Spastis reichen ein, um ihre Klicks zu pushen, Leute, lasst doch mal die Scheiße sein. Rapper Sin wird gehackt, wenn wir nicht reingevotet werden, für die ganze Masse auf einmal kein Grund hier rot zu werden. Talent ist doch egal, denn hier zählen nur Abonnenten, da läuft was nicht richtig, ich würd den Fehler mal bedenken. Ich wette, dieses Jahr gibt es wieder Tittenbonus und die ganzen Bitches werden für ihren Shit noch belohnt. Videotechnisch kann uns kaum jemand das Wasser reichen, guck die ganzen Qualis an, denn da ist doch fast nur Scheiße. Raka und Zeinet sind doch sympathisch, die beiden. Der eine hat kaum noch Zähne, der andere Haare nie zeigen. Der Dicke und der Dünne räumen das Feld jetzt von hinten auf. Warte ab, du wirst es sehen, wenn du uns und unsere Kimme schaust. Ich bin echt gespannt, wen ihr diesmal nehmt. Lieber nicht, denn ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich seh, was für Freaks ihr nehmt. Wenn ihr Ahnung habt von guter Musik und Videos, dann, ja, votet ihr uns rein. Und wenn nicht, dann haben wir Zeit, um uns Bier zu holen.